War angeschaltet. Moin und herzlich willkommen. Besseres Tönschnack. Dieses ist ein erstes Video von unserem Wohnmobilleben. Gerade sehr. Warte, ich komm. Einen Moment mal bitte. Ich stelle uns nachher mal richtig vor. Vier Räder. 12 Beine. Und wir tippen unsere Gasbuddels alle. Wir befinden uns direkt in Koblenz am Rhein. Hier ist Koblenz. Da ist der Rhein. Und besser kann das Wetter ja wohl nicht sein. Ja, für die Sonne scheint es zu warm hier. Ja. Hier ist der Rhein, in Koblenz am Rhein. Herrlich. Moin. Los, Muffin, geh mal rein. Geh mal rein. Schwimmi. Vorsicht. Oh, er hat ein Stöckchen. Ja, Odin, aber dann bist du weg. Die Strömung ist hier ein bisschen zu dolle. Oh, ich hab... An dieses Video. Video. Wir sind am Rhein, hallo. Ja. Meine Zähne fallen mir runter. Meine auch, die sind nicht festgeklebt. Lache es. Odin. Lass den Vogel! Odin! Komm her! Warte mal, warte! Hey! Geh schwimmen! Ich hab dich an der Leine! Pass schon auf! Schwimmi! Odin frisst da die Wasserpflanzen. Langsam. Oh ja, ganz tief. Fahrradfahrer von vorn, da ist wirklich stolzen Fels da oben. So. Ein Schwenk. Da drüben ist eine Burg. Der Rhein. Und ich sitze in einer Oase der Ruhe. Auf dem Weg von Koblenz nach Montreal. Thank you.
Ja. Guck mal das Geschlängel an. Ja, aber Landstraße ist manchmal schöner. Ja. Jetzt sind wir in Montreal. Schon mal jemand gegen die Mauer gefahren ist. Ja. Aber sie weist uns den Weg zum Wohnmobilhafen. Am Bahnhof. Hier sind schon wieder keine Leute. Der Hund begraben. Ja, das ist bestimmt wie bei Derek. Ja, da war er. Ja? Aber nicht draußen. Frische Eier. Aus. Ach, da geht es auch noch weiter hinten. Ja. Das könnte der sein. Da. Nee, das ist ein Wohnmobilhafen. Vielleicht zieht man da irgendwo ein Ticket, oder? Das ist nur Kühlbeutel. Ja, die ist doch schön. Wo möchtest du sehen? Ganz in der Ecke. In welcher Ecke? Da. Vorwärts oder rückwärts? So wie du meinst. So sieht es ja aus, wie wir hier stehen. Donatella. Hier ist irgendwie so eine Bahn.
Wald. Neben uns ist noch ein Wohnmobil. Der Stellplatz hier ist kostenlos. Das ist eine Pilgermuschel. Und ich guck mal dagegen. Was ist da? Ah, da unten ist ein Bach. Oh, wie schön. Sehr ruhig, sehr idyllisch. Schön Stadtpilgerweg. Warte mal, oh Mann. Ich werde verrückt. Das ist der Zug, der jetzt kommt. Juhu! Da ist doch schon da drin. Doch einer. Oh. Und die haben jetzt fast eine Stunde gewartet. Kaiser. Sesch. Ja, das ist der süße Bahnhof da hinten. Die Hunde fressen gerade Abendbrot. Muffin mag nicht so recht. Er war der Zug. Das war er. Zwei Waggons. So, der Zug schnattert weg und das Abendbrot schnattert auf den Tisch. Manu, du wirst wahrscheinlich dein Vollkornbrot erkennen. Das gibt es zu einer Ochsenschwanzsuppe. Natürlich mit einer kalten Cola. Endlich was zu essen. Jetzt sitzen wir hier wie Stettler und Waldorf auf der Bank. Ja, machen wir. So, ich kann das jetzt nur so halten oder verlieren oder so. Jetzt sitzen wir hier hinterm Wohnmobil. Mit einer Scheibe Brot. Das ist größte. Ja. Von Manu so. Aus Koblenz. Sie hat uns, eine Scheibe Brot. Und sie hat uns noch Nudeln gegeben. Und Nudeln. Halbe Pfirsiche. Jetzt müssen wir noch was Gesundes. Butterkekse. Ich mache nach Herrn Hall. Was haben wir von Gitte und Sejan bekommen und Elida und von Manu und Jasmin und von dem Papa von Manu. Genau. Wir haben Hunger. Wir essen jetzt. Wir essen jetzt. Guten Appetit. So, das Essen war vorzüglich. Und das Kleini. Oh, komm, hier ist das Fernsehen. Oh mein, komm, hier ist das Fernsehen. Oh mein, hier, du kleiner Süßer. Ich sitze nur ein bisschen höher. Drei Kissen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir sind froh. Normalerweise schaffen wir es so bis 21 Uhr. Also wir haben es noch nicht geschafft, eine brennende Kerze im Dunkeln zu entzünden, weil wir zu früh ins Bett gingen. Jetzt haben wir gegessen. Ochsenschwanzsuppe. Mit Vollkornbrot aus Koblenz. Von Manu. Vielen Dank. Das hat uns den Abend gerettet. Wir haben doch was vergessen. Wir hätten doch was gebraucht. Butter. Butter. Wir haben unsere kein Butter. Falls uns jemand sieht, wir sind hier in Montreal am Bahnhof auf dem Parkplatz. Wenn jemand Butter, wenn jemand Butter hat, morgen früh. Zwischen 8 und halb, Leute, wir Butter. Jedenfalls waren wir ja in Böen, haben wir jetzt keine Videos gemacht. Wir haben in Böen auf dem Parkplatz genächtigt. Man kommt jetzt in Nick. Und sind dann nach dem Frühstück wieder losgefahren. Aber wir haben ein... Vivi, ui! Beim WDR ist das doch immer der Rucksack, ne? Ja. Bei uns ist es hier in diesem Fall eine... Zurück. Ege, Kebab und Pizzahaus-Tüte. Das ist Odin. Fertig. Mal sehen, was uns da eingepackt wurde. Mivi, komm mal her. Eine VDK-Zeitung. Die Hunde, die sind um den Tisch gelaufen. Bitte rein. Komm her, hier. 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 Nee, pfui. Das ist eine Schnecke. Nicht wieder essen. Na? Ein paar Masken. Komm her. Pfui. Die kann man immer gebrauchen.
So platziert. Runter. Dann. SSO Contrasept. Flächendesinfektion. Hier rein. Mach Platz. Nochmal. Hand- und Flächendesinfektion. So ist fein. Zeig mal deine Hände. Wie? Was sind das? Gummihandschuhe? Ach. Oh, Sugar Peanuts. Sugar Peanuts. Auch genannt gebrannte Mandeln. Aber Peanuts sind doch Erdnüsse. Ja. Oh. Das wird ja nicht. Nee. Warte, sind wir hier? Brillenputztücher. Noch mehr Masken. Komm hier jetzt hier. Dann, das ist dieser türkische Gesundheitstee. Los. Nane Lemon. Aromatli. Kommt dazu, komm. Ich check. Herz jetzt. Hotzu. Und das ist aber auch nochmal in Maulbeere. Instant-Tee. Und Negatala. Die heißt, es tut mir leid. Es tut mir leid. Oder auch nicht. Ich bin damit aufgewachsen. Die gab es damals. Für 2 Pfennig. Nee, 1 Pfennig. Diese Taler. Ja, das war's. Nee, und die Pfanne. Und die Pfanne. Eine Pfanne haben wir noch gekriegt. Für unsere Bratkartoffeln. So, das kommt erstmal weg und gleich kommt Manus. Wir haben ja gesagt, wir brauchen nichts. Und aus nichts wurde dann eine. Der Zug kommt. Ich drehe mal die Kamera. Jetzt kommt Maustasche, wenn ich da ankomme. Man sitzt hier ja wie. Ich greife einfach rein. Das Vollkornbrot haben sie aufgemacht und verstaut. Eine Tüte Hundeleckerlis. Das geht über Schweineohren, Kaninchenohren zum Knabbern. Leckerli-Stangen, Rodeo, Romeo, die ganze Tüte voll. Leckerlines. Dann. Leckerlis für Svenny. Leckerlis für Svenny. Nussriegel. Ein Tütchen Nussriegel. Dann. Eine Balea-Handschuhmaske. Dann Mini-Kartoffelknödel. Die kann man auch in eine Gulaschsuppe oder so als Magenfüller reinmachen. Ne? Oder Wildschweinbraten mit Knödel und Rot. Willst du jetzt eins erlegen hier im Wald? Komm, bestimmt gleich eins. Dann, damit fing alles an. Der Leibniz-Keks. Der Dose Pfirsiche. Vitamine brauchen wir auch. Nachtisch. Zweimal. Oh. Wie heißen die? Gagli. Hähnchennudeln. Zweimal. Gagli. Die Gabel-Macaroni. Gabel-Spaghetti. Ja. Hier ist nochmal Handschuhmaske. Also für jeden eine Handschuhmaske. Das ist eine Sauerei, oder? Und dann hat sie noch ihre Kerze hergegeben. Fühl dich wohl. Beruhigende Wildrose und Jasmin. Lecker. Ja. Ja, das haben wir alles bekommen. Eigentlich bringt man als Gast ja was mit. Ja, aber nicht als Hardcore-Camper.
wenn er Wohnwagen wäre. Aber jetzt kommt das absolute Highlight. Ich vergesse den Namen immer von ihrem Vater. Der Camper braucht alles für seinen Diesel. Und zwar von Mamis Papa, der stellt ja diese Häuser her. Und da haben wir schon eins im Garten hängen und er kam extra hoch und runter und hat uns das geschenkt mit dem Brandzeichen vom NABU. Der Herr der Insektenhotels, der Herbergshotel der Insektenhotels. Und? Das sind wenigstens noch welche, die funktionieren. Die kleine Biene hat er auch selber ausgesägt. Ja, ganz toll. Und da haben wir uns riesig drüber gefreut. Das ist richtig schwer. Eine herzensgute Familie, die wir da kennengelernt haben. Nochmal Gruß nach Koblenz. Ja. Top seid ihr. Alle, wie sie da waren. Alle, wie ihr da waren. Und vor allen Dingen Babyprinzessa, Babyprinzesschen, Böhnchen. Sie ist jetzt bei mir das Western-Böhnchen, weil sie mag meine Stimme gerne. Das beruhigt sie. Am liebsten mag sie das Video von meinem... Beruhige ich dich auch? Am liebsten mag sie dieses YouTube-Video, wie ich Westernbrunnen mache. Da schläft sie immer gleich ein. Ja, gleich gehen wir ins Bett und dann sagen wir nochmal gute Nacht. Jetzt noch nicht. Dein Magen knurrt, oder war das Odin? Das war nur, weil ich Westernbrunnen gehört habe. Das beruhigt meinen Darm. Ja, Hauptsache nicht oben im Alkoven. Dass er sich dann schon ausberuhigt hat. Ja. Wie gesagt, Montreal und wir wissen nicht, was es morgen bringt, ne? Vielleicht nach Cochem. Vielleicht gehen wir da mal, wenn wir Lust und Laune haben. Aber kein Pilgerweg nach Cochem. Nee, dahin. Ja. Gucken, ob wir das schaffen. Bis ins kleine Örtchen Montreal. Ja, dann fahren wir über Cochem, denn durch die Eifel immer so mit dem Hang wieder nach Norden. Glaube ich. Wegen dem Diesel. Also, wenn uns jemand sieht oder was unterwegs und hat einen 5 Liter Kanister Diesel dabei. Ja, durch Zufall. Wir nehmen auch Diesel. Das sind aber Sprünge vom Diesel. Was war auf der Autobahn? 1,69. Und hier? Bei der Shell 1,29 und bei der Aral 1,33. Und einmal habe ich gesehen, noch nach der 1,29 war noch 1,28. Das ist... Das fällt nicht da unter. Wieso? Weil der Tisch war... Wir melden uns dann nachher nochmal zum Gute Nacht, Sah. Ne? Bis dann. Tschüss. Tisch. Moin, also mit Gute Nacht war nichts mehr. Wir sind umgefallen wie die Fliegen gestern, total kaputt. Wir sind ja immer noch in Montreal. Haben wir ja so einen kostenlosen Platz. Den zeige ich nachher nochmal. Und dann beginnt heute ein neuer Tag und ein neues Video. Haltet euch. Steve.